Herzlich willkommen bei Shiatsu mit Simone. Was ist Shiatsu? Shiatsu ist eine fernöstliche Behandlungsmethode, deren Grundsätze Jahrtausende alt sind. Übersetzt heißt es Fingerdruck, das heißt, mit Druck erhält der Körper Impulse, die die Selbstheilungskräfte wieder aktivieren und regulieren. Das kann sein mit Fingerdruck, das kann sein mit Ellbogendruck. Also alles im Körper wird quasi mit eingesetzt bei der Behandlung. Also als Beispiel, wenn Kopf- und Nackenschmerzen oder Rückenprobleme, dann haben die ja meistens schon eine längere Ursache. Entweder durch Fehlhaltung oder einen stressbedingten Job. Und das alles legt sich dann irgendwann so fest, dass man aus dieser Verspannung gar nicht mehr rauskommt. Und Shiatsu setzt genau da an. Das heißt, Shiatsu behandelt nicht nur die Stelle, wo es weh tut, sondern den kompletten Körper. Und dadurch können sich nicht nur die Verspannungen lösen, sondern auch Schmerzen, die man vielleicht gar nicht mehr wusste und trotzdem schon seit Jahren hat, wie beispielsweise Magenschmerzen. Also wenn man zum Beispiel an chronischen Erkrankungen leidet, dann ist Shiatsu auch genau da sehr hilfreich. Eine Shiatsu-Behandlung findet liegend auf einer Matte in bequemer Kleidung statt. Ich behandle dann den ganzen Körper. Je nachdem, was deine Thematik ist, kann eine Behandlung dynamischer sein, sodass du dich nachher aktiv fühlst und beweglicher. Es kann aber auch sein, dass eine Behandlung eher sanfter ist, weil es dein Körper braucht. Und grundsätzlich arbeite ich so, dass ich an deinem Kopf arbeite, aber auch an deinen Beinen. Das heißt, während du liegst, wirst du dann spüren, was es mit dir macht. Wenn ich am Kopf arbeite, kann es sein, dass die Füße kribbeln. Du spürst einfach, wie dein ganzer Körper mitwirkt. Das heißt, der Mensch zählt komplett. Meine Klienten sagen immer gern, dass ich magische Hände habe. Eine ganz liebe Klientin von mir sagt immer, ich lasse mich simonisieren. Weil sie sagt, dass ich extrem einfühlsam bin und immer genau diesen Punkt erwische, der gerade schmerzt. Und viele von ihnen finden das immer so faszinierend, wie ich es schaffe, genau diesen einen Punkt zu erwischen. Und das ist das, was ich erspüre. Der Endeffekt, der dann dabei passiert, ist, dass der Körper genau an dieser Stelle, wo er berührt wird, einen Impuls schickt an deinen restlichen Körper, dass er sich entspannen kann. Und durch diese Entspannung erfährst du viel mehr Wohlbefinden und Schmerzlinderung, wenn nicht sogar Schmerzlösung. Und das aber nicht nur körperlich bezogen, sondern auch emotional und mental. Dein Geist wird ruhiger sein und du wirst merken, dass es dein Leben maßgeblich verändert.